Gestern sind wir vom Kilimandscharo abgestiegen, heute sind wir in Moshi und wir machen heute einen Relax-Tag und dazu nehme ich euch mal mit und zwar geht es zu den Hot Springs. Ja, so we go to Kikuletwa, Hot Spring. Yes. Driving hour is like 1 hour almost, 45 minutes, 1 hour driving is about. Okay. Yeah, so. Let's go. Let's do it. Bevor wir in den Jeep springen, noch schnell eine Übersicht der Region. Einsam wie eine Oase liegt die Chemka Hot Spring zwischen Moshi und Arusha im platten, trockenen Land. Wer den Ausflug selbst organisiert oder mit einem Mietwagen kommt, findet hier problemlos einen Parkplatz. Ein paar Stände mit Streetfood und Souvenirs findet ihr ebenso um die Ecke. Eine einfache Toilette sowie eine Palmenblätterumkleide sind auf dem Gelände vorhanden. Und jetzt ab auf den Highway! Wer zwischen seinen Abenteuern, wie bei uns zwischen unserer Kilimandscharo-Besteigung und einer Safari noch Zeit hat, für den ist dieser Halbtagesausflug auf jeden Fall eine tolle Option. Der Weg geht über 70% gut ausgebauter Bundesstraße am Kilimandscharo vorbei. Dann Richtung Süden über einen löchrigen Feldweg in die Steppenlandschaft. Hier das erste Auto mit eingebautem Wasserspender. Nach ein paar Kilometern afrikanischer Massage kommt man dann plötzlich an der Oase vorbei. Da gibt es die Schwingspezialisten. Da haue ich jetzt auch gleich mal einen raus. Was man mit im Gepäck haben sollte, ist idealerweise ein Bikini bzw. Badehose und ein Handtuch, Flipflops, eine Taucherbrille und wenn vorhanden eine wasserdichte Handyhülle bzw. eine Actioncam. Wer hier länger bleiben möchte, sollte sich dann gegebenenfalls auch für einen kleinen Snack noch ein paar Dollar bzw. Schillinge einstecken. Bei uns war das Lunchpaket im Tourenpreis enthalten. Wir sind hier an den Hot Springs angekommen. Hot Spring, naja, so wirklich heiß ist das Wasser nicht, aber es ist erfrischend. Aktuell die Temperaturen sind ja auch um die 30 Grad, also von daher eher eine schöne Abkühlung. Anja ist eine kleine Frostbeule, Anja findet es kalt. Es ist nicht kalt. Doch. Nein, es ist nicht kalt, es ist angenehm. Wie man schön bei Anja sieht, bleibt sie trotz der Schwimmbewegungen an der gleichen Position. Denn vom Verlauf des Wassers her hat man ein kleines bisschen Strömung. Und merkst du, dass die sofort die Fische an den Füßen sind? Nee. Bei mir hängen sie komplett dran. Echt? Bei mir hängen sie. Ah, was geht's? Die Sau. Für was man in Asien gutes Geld bezahlt, wird einem in Afrika noch kostenfrei zur Verfügung gestellt. Denn hier ist die Fischpediküre im natürlichen Spa inklusive. Das ist der Hammer! Ein Schritt hier rein und schon kriegt man das ganze Horn weggefressen. Jetzt schwimmen wir mal etwas in den hinteren Bereich, wo das Wasser tiefer ist und die Sonne scheint. Wirklich eine richtig schöne Oase. Super. In diesem Becken gibt es auch eine Höhle. Mir waren die 5 Meter aber zu tief. Einen Vogel, den wir viel auf Safari gesehen haben, ist der Goldweber, der hier in den Palmen sein Kugelnest gebaut hat. Jetzt schwimmen wir wieder zurück, denn wir wollen den Jungs noch ein bisschen bei der Seilschaukel zuschauen.
Down in dem Bereich, wo die Wurzeln des Banyanbaums frei über den Boden laufen und dann tief zur Quelle hinunterwachsen, kann man mit Glück und einer Taucherbrille eine weitere Fischart entdecken, und zwar einen Wels. Wer die Art kennt, darf sie mir gerne unten in der Kommentarfunktion reinschreiben. Wir haben 23:30 und wie man sieht, hat sich das Becken ordentlich mit Badegästen gefüllt. Ja, es ist Sonntag und auch unter den Einheimischen ist diese Badestelle ein beliebtes Ausflugsziel. Noch einen finalen Sprung und dann geht's zum Mittagessen. Nach unserer Planschtour im Naturpool haben wir jetzt hier eine kleine Mittagspause, haben unser Lunch mitgebracht und machen quasi ein bisschen Picknick hinterm Haus. Ciao. Das war unser Ausflug zu den heißen Quellen von Chemka. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Wem es besonders gut gefallen hat, der darf gerne über den Spendenlink in der Videobeschreibung mir 50 Cent in der Kaffeekasse hinterlegen. Ich freue mich! Bis zum nächsten Reisebericht!